Ja, also es freut mich sehr, Sie alle heute in der digitalen Wolfsburg willkommen heißen zu dürfen im Netz. Sonst sind wir in Mülheim an der Ruhr, im Ruhrgebiet anzutreffen, nicht in Niedersachsen. Ich glaube, vielleicht auch ganz gut nochmal vorweg zu sagen, vor all diejenigen Personen, die noch nicht in der Wolfsburg selbst gewesen sind. Zu unserer heutigen Online-Veranstaltung, überschrieben mit dem brisanten und hochaktuellen Thema der Uiguren, Chinas umstrittener Umgang mit Minderheiten. Ein medielles Thema, das jetzt immer wieder aufploppt, mal weniger, mal mehr, und politisch brisantes, es ist komplex, und ich bin sehr, sehr froh, in diese Komplexität, in die Vielschichtigkeit, in verschiedenen Perspektiven mit einem sehr illustren und wirklich mit einer guten Expertise einsteigen zu dürfen. Das sind unsere heutigen Gäste des Podiums. Ich darf willkommen heißen Herrn Christoph Giesen, Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in China, uns jetzt live aus Peking zugeschaltet. Guten Abend bzw. guten Morgen dann zu Ihnen, Herr Giesen. Guten Morgen, ja. Hallo. Des Weiteren darf ich willkommen heißen Frau Katja Drienhausen, arbeitet am Mercator-Institut für China-Studien MERIX, forscht dort unter anderem zu Menschenrechten in China und der staatlichen Minderheitenpolitik. Auch Ihnen, Frau Drienhausen, einen schönen guten Abend und schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend und danke für die Einladung. Dann darf ich herzlich willkommen heißen Frau Viola von Kramon-Taubadel, Mitglied des Europäischen Parlaments. Dort ist sie in der Fraktion der Grünen, Freie Europäische Allianz, und unter anderem Mitglied des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten. Frau Kramon, Sie sind uns aus dem Irak gerade zugeschaltet, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Und vielen Dank für Ihre Zeit, also dass Sie heute auch da sind. Schönen Dank für die Einladung auch von meiner Seite. Vielen Dank. Und last but not least freue ich mich auch über unseren Gesprächsgast, Herrn Hanno Schädler von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Dort ist er Referent für Genozidprävention und Schutzverantwortung. Auf Ihnen, Herr Schädler, einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Meine Damen und Herren, warum wir überhaupt über diesen Konflikt sprechen, was passiert ist, Uiguren, die Minderheitenpolitik Chinas, in die heutige Lage einsteigend. Bevor wir das tun, Herr Giesen, was sind die Linien, die uns quasi zu diesem heutigen Tag, zu dieser heutigen Lage geführt haben? Also wenn man einige Schlaglichter auf bestimmte historische Momente setzt, warum sind wir in dieser, warum hören wir diese Dinge, die wir hören und sehen in den Nachrichten? Was ist im Vorfeld passiert im Nordwesten des Landes? Also was da in den letzten Jahren passiert ist, ist, dass ein nie dagewesener, nie gesehener Polizeistaat errichtet worden ist, in dem Hunderttausende, ja, manche schätzen gar, dass sogar 1 Million Uiguren, also die muslimische Minderheit, die dort heimisch ist, weggesperrt und umerzogen werden. Und dieser Prozess hat etwa so 2016 angefangen. Da hat es einen neuen Parteichef gegeben, der aus Tibet nach Xinjiang verlagert worden ist oder dorthin dort angefangen hat. Und der hat dieses sehr, sehr systematisch aufgebaut. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass es auch schon vorher deutliche Polizeipräsenz und Überwachung in dieser Region gegeben hat. Aber ab 2016 hat das ein Ausmaß jetzt angenommen und eingenommen, dass wir nirgendwo anders, glaube ich, auf der Welt, vielleicht mit Ausnahme von Nordkorea, irgendwie in ähnlicher Art und Weise kennen. Frau Drienhausen, wenn man auch nochmal drauf schaut, also wie könnte man diese ganze Region umschreiben? Was ist das vielleicht das Besondere an Xinjiang? Und auch nochmal da einen geschichtlichen Blick, vielleicht auch in 90er Jahre oder schon vorher, was zeichnet diese Region aus? Ja, also oder das Kernelement, was Xinjiang auszeichnet, aber jetzt auch nicht nur, sondern eben auch andere, ich sag mal, in den Grenzen der heutigen Volksrepublik gelegene Regionen wie Tibet, wie auch Mongolei,
und so weiter, ist eben die eigenständige Identität und Sprache und eben auch Religion, die jetzt nicht nur die uigurische Minderheit definiert, sondern auch dort leben ja und sind auch von diesen repressiven Maßnahmen betroffen, andere ethnische Minderheiten, wie zum Beispiel Kasachen und Tadschiken. Das sollte man vielleicht auch nicht vergessen, wenn man über diese Region spricht, dass es auch einfach sehr gemischt ist, wer von den aktuellen Maßnahmen betroffen ist. Schon allein dadurch, dass eigentlich über Jahrzehnte, nachdem Xinjiang oder was heute als Xinjiang bezeichnet wird, Teil des Territoriums der Volksrepublik geworden ist, war es einfach so, dass der Großteil der lokalen Bevölkerung eben Angehörige ethnischer Minderheiten waren und über Jahre und Jahrzehnte eine staatliche, ich sag mal, Migrationspolitik auch gefördert und forciert wurde, um eben auch die Bevölkerungsstruktur dort zu verwandeln, um die Region wirtschaftlich zu nutzen und zu erschließen. Und das hat auch über die vergangenen Dekaden immer wieder zu ethnischen Spannungen und Auseinandersetzungen geführt. Ein Kernmoment war da sicher auch die Unruhen in Urumqi im Jahr 2009, was eben doch auch dazu geführt hat, dass die breite Bevölkerung in anderen Teilen des Landes, also die randchinesische Mehrheitsbevölkerung, immer stärker mit dieser Wahrnehmung von Xinjiang als Gefahrenquelle auf die Region geschaut hat und eben auch eine gewisse Unterstützung für die staatlichen Maßnahmen mitträgt. Nun dringen vielleicht auch so an einer westlichen Perspektive ganz oft eben der Aspekt dieser massiven Menschenrechtsverletzungen, beziehungsweise sind die Berichte gespickt von Internierungslagern, von Zwangsarbeit, von Sterilisation, die nun reingekommen sind. Herr Schädler, was sind die Kernelemente auch aus mal vielleicht einer völkerrechtlichen Perspektive? Und vielleicht dann im Nachgang, Herr Gießen, welche Beweislast trägt überhaupt diese Aussagen oder vielleicht diese momentane Informationslage? Herr Schädler, erstmal gerne. Ja. Also es gibt eine Mischung aus vielen Elementen, jede für sich schrecklich, jedes für sich schrecklich. Es gibt tatsächlich Berichte über Zwangssterilisation. Es gibt Berichte über, oder es gibt aus der Analyse von chinesischen Regierungsdokumenten Familientrennungen in sehr hohem Maßstab. Das heißt, junge Uigurinnen und Uiguren werden von ihren Familien weggerissen und kommen in staatliche Internate. Viele von den Eltern, meine beiden VorrednerInnen haben es schon erzählt, sind in Umerziehungslager oder sogenannte Umerziehungslager gekommen, in denen sie massiv indoktriniert werden, in denen sie auch teilweise gefoltert werden, in die sie ohne dass es vorher einen Prozess gegeben hat, eingesperrt werden. Daneben gibt es eben noch das Verbot, immer weitergehende Verbot der uigurischen Sprache, das Verschwinden der uigurischen und auch der kasachischen Sprache aus dem öffentlichen Bild. Der chinesische Staat versucht mit dieser Mischung dieser Maßnahmen eben diese muslimischen Nationalitäten in linientreue StaatsbürgerInnen umzuformen. Und ja, meine beiden Vorrednerinnen haben es auch schon gesagt, es handelt sich um schwerste Menschenrechtsverletzung. Ob man das jetzt als Völkermord oder als Verbrechen gegen die Menschlichkeit einordnet, es handelt sich alle seriösen RechtswissenschaftlerInnen, die sich mit dem Thema befassen, sagen, es handelt sich um schwerste Menschenrechtsverletzungen. Deswegen ist eben aus meiner aktivistischen Sicht eben auch eine starke Antwort der Politik nötig. Aber darüber werden wir bestimmt später noch sprechen. Vollkommen richtig. Herr Gießen, wenn man sich auch die Entwicklung, aber ich spreche jetzt oftmals eben aus einer gewissen westlichen Perspektive und unserer Medien und so weiter, gab es eine gewisse Entwicklungskurve von, man hört, da ist etwas los, 2016, 2017. Es hat sich aufgebaut. Es wurde dementiert, dass es diese Umerziehungslager gibt oder dass Menschen interniert werden. Einfach diese schiere große Zahl, also dass über 1 Million Menschen da diese Lager durchlaufen sind, war auch schwierig, hier das irgendwie zu fassen. Ein Kooperationspartner, mit dem man so stark mit einem Staat, mit dem man zusammenarbeitet. Aber diese Informationslage hat sich ja irgendwie ein Stück weit immer weiter verdichtet, bis eben zum Stichwort China Cables in 2019. Wie ist die
Ausgangsinformationslage? Also kann man eigentlich jetzt wirklich eindeutig davon sprechen oder ist es immer noch gerade schwierig, wirklich starke, in Anführungszeichen, Beweise in der Hand zu haben? Oder ist es eigentlich schon obsolet? 2021 wissen wir sehr gut um die ganze Situation. Also ich hatte das ja vorhin angedeutet, dass es 2016 einen neuen Parteichef gegeben hat, der jetzt auch noch im Amt ist, der die Zügel ja deutlich angezogen hat. Und das konnte man an bestimmten Dingen einfach auch festmachen. Also was eine der ersten Sachen ist, die man nachvollziehen konnte, war, wie massiv der Polizeiapparat aufgestockt worden ist. Das konnte man anhand von Stellenausschreibungen für Sicherheitskräfte nachvollziehen. Da gab es Wissenschaftler, die das analysiert haben und sich tiefer angesehen haben. Und das waren so die ersten Hinweise. Und so ab 2017 gab es dann die ersten Berichte darüber, dass vermehrt Lager aufgebaut werden, Schulen umgewidmet werden, mit Stacheldraht verwehrt werden, Türme mit Suchscheinwerfer aufgebaut werden und Leute dort dann verschwinden. Und auch da gab es dann sehr, sehr viele Hinweise, vor allem im Internet, weil sehr, sehr viel von der Regierung einfach auch dokumentiert wurde. Man konnte dann nachvollziehen, wie dramatisch der Anstieg des Einkaufs von Stacheldraht, von Beton, von Sperranlagen, aber auch von Waffen und dergleichen war. Und da war dann irgendwann relativ so um 2017 klar, da passiert gerade etwas, das ist nicht normal. Und die ersten Berichte sickerten erst dann so allmählich ein, weil natürlich auch viele der Internierten oder ehemals Internierten die Region gar nicht verlassen können, weil sie keine Pässe haben, es nicht ins Ausland schaffen. Also die Zahl der wirklichen Zeugen vor Ort, die ist relativ gering. Aber was in den Anfangsjahren gut geholfen hat, war das Internet und natürlich auch Satellitenaufklärung. Ja. Google Maps funktionierte inzwischen von jedem Privatrechner aus und da konnte man tatsächlich innerhalb von Monaten die Veränderungen sehen, wie aus einer normalen Schule plötzlich eine sehr, sehr, sehr gut bewachte Anlage wurde. Und das führte natürlich dann auch irgendwann dazu, dass viele Journalisten auch gerade hier in Peking sich dem Thema angenommen haben, hingefahren sind, sich diese Anlagen angesehen haben, das überprüft haben. Vor Ort mit Leuten zu sprechen ist sehr, sehr schwierig, weil die Leute nicht reden und man sie auch sehr in Schwierigkeiten bringt, wenn man das versucht, wenn man als Journalist auf Tritt und Schritt überwacht und verfolgt wird und jedes Gespräch, was man führt, wird dann eigentlich zum Problem für die Leute vor Ort. Also lässt man das am besten. Aber ja, so hat sich dann etwas rausgearbeitet und 2019 kamen dann die China Cables. Also das war ein Leak aus dem Apparat heraus, dass da bestimmte interne Dokumente durchgestochen worden sind, wo es dann tatsächlich dezidierte Anweisungen gab der Behörden vor Ort. Also wie diese Camps aufzubauen sind, wer welchen Unterricht zu leiten hat, wie die Leute in Gewahrsam genommen werden müssen und auch welche Behörden oder welche Institutionen letztlich so eine Umschulungsmaßnahme einleiten können. Also es ist, wie vorhin schon gesagt wurde, eben nicht eine Polizei, nicht eine Staatsanwaltschaft, die sowas vornimmt, sondern das sind dann einfach die lokalen Parteikader, die sehr, sehr willkürlich entscheiden, wer in umerzogen wird und wer nicht. Und auch die Gründe sind dann teilweise aufgeführt worden. Das sind teilweise aberwitzige Gründe. Also wenn Männer Bärte getragen haben, dann hat das dazu, dann hat das teilweise gereicht, sie umzuerziehen. Oder Leute, die eben bewusst keinen Alkohol getrunken haben, wurden dann in diese Umerziehungslager gesteckt. Wer den Koran gelesen hat und. Also es ist eine sehr, sehr, sehr lange Liste, die als Vergehen ausgelegt wurden und zu diesen Umerziehungsmaßnahmen geführt haben. Und aufgrund dieser online verfügbaren Dokumente, aufgrund auch der Aussagen von Leuten, die es inzwischen ins Ausland geschafft haben und aber auch dieser Regierungsdokumente kann man schon sehr gut rekonstruieren und belegen, was dort vor Ort passiert. Mhm. Herr Schädler, wir hören jetzt von Umerziehungslagern. Menschen, die es durchlaufen sind, werden als Absolventen benannt. Was
was passiert, beziehungsweise wie würden Sie das nochmal aufgreifen, nochmal aus einer menschenrechtlichen Perspektive? Was hören wir aus diesen Umerziehungslagern? Und was ist das groß Skandalöse, beziehungsweise das Leid, was dahinter steckt? Also es beginnt damit, dass die Leute in diese Lager reinkommen, ohne vorher einen Prozess bekommen zu haben. Es gibt neben diesen Lagern auch noch einen weiteren Komplex, der relativ selten oder noch etwas zu selten berichtet wird, nämlich sehr lange Gefängnisstrafen für viele Menschen, die dort leben. Aber man kommt in dieses Lager rein, Herr Giesen hat es gesagt, aus absurden Vorwürfen, willkürlichen Vorwürfen. Und in diesen Lagern, wir hatten gestern eine Aktion vor der Allianz. Die Allianz ist einer der Hauptsponsoren der Olympischen Winterspiele 2022, sitzt in München. Und da hat auch gesprochen eine ethnische Usbekin, die gezwungen wurde, Frau von Kamen und Taubadel kennt sie auch von einer Veranstaltung im Juni in Berlin, Kalbino Siddiq heißt sie. Sie war gezwungen worden, in den Lagern als Lehrerin, als Chinesischlehrerin zu arbeiten. Und sie hat berichtet, und ihr Bericht deckt sich mit vielem, was andere Überlebende eben auch berichtet haben, was sie mitbekommen hat: Folter, Zwangssterilisierung. Man bekommt teilweise nur etwas zu essen, wenn man der Partei bzw. Xi Jinping huldigt. Da hat natürlich dann auch die lokalen Wärter und wahrscheinlich auch großen willkürlichen oder Willkürspielraum sozusagen. Die Leute werden zwangsindoktriniert mit den Doktrinen der kommunistischen Partei. Sie müssen ihrer Religion, die meisten Muslime, UigurInnen sind ja Muslime, sunnitische Muslime, müssen sie abschwören, müssen sich dem, was die Partei predigt, nämlich dass quasi die Partei ihr Gott ist, wenn ich das mal so da ausdrücken darf. Sie müssen diese Loyalität, die ihnen vorher abgesprochen wurde, von der kommunistischen Partei eben eingebläut bekommen, aus Sicht der kommunistischen Partei. Es gibt auch Berichte, einzelne Berichte über Menschen, die in diesen Lagern umgekommen sind, ums Leben gekommen sind, obwohl sie erst sehr jung waren. Also es gibt aber auch Berichte von älteren Menschen, wie zum Beispiel den beiden Eltern des Präsidenten des Weltkongresses der Uiguren, der heißt Dolgun Isa, und der hat beide Eltern, 78 und 90 Jahre, waren sie, glaube ich, in den Lagern verloren. Häufig aus ungeklärten Umständen, ob die Leute zu Tode gefoltert wurden oder an einer Krankheit, die dann möglicherweise zu wenig behandelt wurde, das ist ja auch eine chinesische Repressionstaktik, gestorben sind, das weiß man nicht genau. Aber die Leute kommen rein, wissen nicht, wie lange sie dort sein werden. Es kann sein, dass sie irgendwann rauskommen. Ein Kasach hat mir mal erzählt, er hat nach ein paar Monaten in zwei Lagern und hat dann irgendwann Dokumente unterschrieben und wusste gar nicht, was er unterschrieben hat. Und dann konnte er endlich wieder zu seiner Familie. Es kann sein, dass man mehrere Monate drin ist. Es kann sein, dass man in mehrere Lager reinkommt. Es kann sein, dass man, wenn man aus den Lagern rauskommt, Zwangsarbeit verrichten muss. Es kann auch sein, dass man in den Lagern Zwangsarbeit verrichtet. Ein großes Problem ist, dass bis heute die Vereinten Nationen nicht sich diese Lager, diese Gegend haben angucken dürfen. Und das ist natürlich, man weiß sehr viel. Es gibt sehr viele Berichte, es gibt sehr viele Einzelberichte. Herr Giesen hat ja auch gesagt, man kann aus dem chinesischen Internet, gibt es auch vieles, was dort durch die Regierung ins Netz gestellt wurde, was übersetzt wurde, auch nicht nur im sprachlichen Sinne, sondern auch, was es bedeutet. Aber eine wichtige Sache ist eben, dass die Vereinten Nationen dort endlich rein können. Und die Hochkommissarin für Menschenrechte setzt sich seit langem dafür ein, dass es nun geht. Und aus unserer Sicht wäre es auch wichtig, dass andere Staaten oder Staaten wie zum Beispiel Deutschland, europäische Staaten, die Vereinigten Staaten sich dafür einsetzen, weiter dafür einsetzen, das tun sie auch bereits schon, dass es endlich Zugang zu diesen Lagern gibt. Aber es gibt also viele einzelne Berichte. Diese Berichte sind häufig sehr grausig. Die Menschen, die dann aus diesen Lagern rauskommen, sind häufig gebrochene Menschen. Und man kann sich ja vorstellen, die Berichte sind so zahlreich, das, was dort Schlimmes passiert in den Lagern, dass natürlich auch die Menschen, die noch nicht in den Lagern waren, abgeschreckt sind, sich auch nur in irgendeiner Weise gegen die kommunistische Partei zu stellen, und sei es friedlich. Wir hatten jetzt auch schon einen Aspekt der Politik und von Cramon, bevor ich Sie dazu frage. Einmal Frau Drienhausen nochmal, was ist denn dann die Gegenposition, also die in Anführungszeichen staatliche, offizielle Perspektive oder Verlautbarung eben zu diesen Umerziehungslagern. Was hören wir von Seiten der Zentralregierung? Entschuldigung.
Entschuldigung, Mikrofon. Ja, ich glaube, da ist der interessanteste Aspekt einfach auch daran, wie stark und wie schnell sich die Kommunikationsstrategie der chinesischen Regierung um 2018 herum geändert hat. Also relativ viel Schlagzeilen auch international hat damals das Video gemacht von dem chinesischen Repräsentanten bei den Vereinten Nationen bei einer Anhörung des Komitees für die Beendung der Rassendiskriminierung, der eben darauf angesprochen wurde, der gesagt hat, es gibt keine sogenannten Umerziehungslager. Und tatsächlich war auch das schon in gewisser Weise ein rhetorischer Trick, weil das Wort, das er im Chinesischen verwendet hat, tatsächlich auch nicht die Bezeichnung war oder nicht exakt die Worte, die damals auch schon in Regierungsdokumenten benutzt wurden und die sehr wohl von Zentren zur Transformation durch Bildung gesprochen haben. Und kurz danach hat eben diese grundlegende Wende in der chinesischen Regierungskommunikation stattgefunden, dass man also ganz offensiv versucht hat, nicht zu leugnen, was passiert, sondern ein komplett neues Framing oder sozusagen eine komplett alternative Darstellung internationaler des Vorgehens in der Region zu konstruieren. Also und zwar wird auch bis heute zumindest offiziell relativ durchgehend davon gesprochen, dass es sich bei diesen Zentren um berufliche und quasi technische Ausbildungszentren handelt, wo eben der insgesamt armen und strukturell unterentwickelten Region und Bevölkerung in Xinjiang Möglichkeiten zur ökonomischen Teilhabe an der Entwicklung des Landes zu bieten. Also da auch wieder die KP sozusagen als Fürsorger tatsächlich der Bevölkerung in der Region. Und was sich durchweg durchzieht, auch durch die chinesische Berichterstattung, ist, dass was dort passiert, freiwillig ist. Also die Menschen danken dem chinesischen Staat dafür, dass sie eben diese Bildungschancen hatten. Gerade in der chinesischen Presse gibt es auch immer wieder quasi Statements von UigurInnen, die aus den Bildungszentren gekommen sind, die angeblich einen Abschluss gemacht haben und danach dem Staat danken, dass er sie damit vor dem Verfall zum Terrorismus gerettet hat. Also alles eben als humane Strategie zur Terrorismus- und Extremismusbekämpfung der Region. Interessant ist da auch, dass man sich hier ganz explizit auf UN-Dokumente und internationale Strategien zur Terrorismus- und Extremismusbekämpfung zieht und sagt, was wir machen, das ist ja im Prinzip genau dasselbe wie Community Service in Amerika oder wie quasi minimal invasive Maßnahmen, die in Europa durchgeführt werden, Prävention durch Bildung. Also man hat sich da sehr stark diese internationalen Diskurse angeeignet, um eben auf die Humanität der eigenen Maßnahmen hinzuarbeiten. Und das ist einfach ein rhetorischer Spagat, der bis heute durchgezogen wird. Und es ist vor allem ein Spagat, der nicht immer gelingt, weil vor allem interne Kommunikation da eine ganz andere Sprache spricht. Also Sie können internationalem Publikum gegenüber noch so oft betonen, dass es sich um freiwillige Schülerinnen handelt, wobei man sich dann fragt, warum Professoren an renommierten Universitäten noch so eine Weiterbildung brauchen. Aber wenn Sie dann in vor allem Dokumente lokaler Regierung schauen, wie es ja einige Projekte online auch weiter bis heute dokumentieren, dann wird da eben über Häftlinge gesprochen und über die Kinder von Häftlingen, die seit längerem weg sind und die der Fürsorge bedürfen, weil eben zum Beispiel der Haupternährer oder Ernährerinnen in Familien über längere Zeit nicht mehr vor Ort sind. Also das zeigt dann wiederum relativ klar, dass solche Bildungsmaßnahmen sicher nicht unbedingt so freiwillig ergriffen werden, wie es dargestellt wird. Ganz im Gegenteil, also auch da hat man diesen relativ durchgehenden Narrativ der Bedrohung durch Angehörige ethnischer Minderheiten, die Legitimierung des Fortgehens da mit dem Verweis auf frühere terroristische Anschläge, auf die Todeszahlen, die es da gab. Also sozusagen, wir hatten Tote auf der Seite von Han-Chinesen zu beklagen und gehen da sozusagen noch milde vor. Also das ist dieser fortlaufende Graben, der sich auch in der chinesischen Innen- und Außenkommunikation ergibt. Mhm. Vielen Dank nochmal auch für diese Einschätzung, nochmal Wiedergabe dieser offiziellen
Perspektive. Frau von Cramon, wenn man jetzt auf Politik schaut, auf die Verbandelung, wie ist auch der Aspekt eben der Entwicklung des Wissensstands eben um diese Lager? Wie hat sich das niedergeschlagen jetzt in der europäischen, auf europäischer Ebene in der Politik, in der Außenpolitik? Aber auch nochmal, wenn Sie auf die Bundesrepublik Deutschland schauen, Sie sind in Niedersachsen ja auch dann noch mit verbandelt, wenn man so möchte, und mit der Automobilindustrie und so weiter. Wie hat sich auch hier eine Entwicklung gezeichnet? Wie sah diese aus? Und wo stehen wir heute? Ja, also das ist natürlich ein sehr weites Feld. Wenn wir sozusagen erstmal unseren Blick nach Europa richten, dann würde ich sagen, dass wir mehrheitlich im Europäischen Parlament die herannahenden Gefahren, die außenpolitischen, die sicherheitspolitischen, die industriepolitischen Gefahren aus China schon sehr genau wahrgenommen haben, auch weil wir viele Kolleginnen und Kollegen haben, die sehr intensiv zu China arbeiten und die auch, also so wie mein Kollege Reinhard Bütikofer, lange Zeit guter Hoffnung waren, dass es da vielleicht zu einer konstruktiven und engeren Partnerschaft auch taugen kann, die aber dann, und dafür glaube ich, entsprechend viele dann gemerkt haben, dass mit dem Aufstieg von Xi Jinping sich das gesamte politische Klima komplett geändert hat und auch dieses Label, was sich ja China jahrelang angeheftet hat, naja, wir sind nur ein Entwicklungsland, wir haben ja auch ein Recht, quasi uns industriell sozusagen wieder danach zu rüsten, wir brauchen neue Technologien und sozusagen in diesem Windschatten hat sich ja unglaublich viel entwickelt. Und auch wir Grüne sind natürlich und wissen auch, sind der Meinung und wissen auch, dass wir China an vielen Punkten benötigen, gerade wenn es beim Kampf um Klimaschutz, wenn wir da ernst machen wollen, wenn wir auch zum Beispiel China verpflichtend nehmen wollen, was die Schließung von Kohlekraftwerken und so weiter angeht, also Senkung der CO2-Emissionen, vieles andere, da ist China einer der großen Player und daher hat also grundsätzlich keiner bei uns ein Interesse daran, sich die Beziehung mit China komplett zu verderben. Aber und das ist eindeutig. Wir verzichten deswegen nicht auf eine wertegeleitete Außenpolitik. Und wir lassen uns weder den Mund verbieten noch erpressen, noch sind wir der Meinung, dass wir die Strategie, die ja, Sie haben eben Niedersachsen angesprochen und unsere Sozialdemokraten sind da natürlich in einer ganz anderen Situation und die jetzt auch von der Automobilindustrie abhängig sind. Und in Wolfsburg geht mittlerweile, glaube ich, nicht nur jedes zweite Auto nach China, sondern über 50% des Umsatzes werden auf dem chinesischen Markt gemacht. Also da sind natürlich ganz andere, das ist ein ganz anderer Druck, da sind ganz andere Verpflichtungen. Ich habe heute eine Presseerklärung von VW gelesen, dass die Autoproduktion in Wolfsburg immer weiter zurückgeht. Also damit wird natürlich auch ein Druck aufgebaut, weil auch Arbeitnehmervertreterinnen und Vertreter natürlich sich dann schnell an die Seite stellen und da auch Allianzen quasi in der Führungsebene gesucht werden bei der eigenen Arbeitnehmerschaft. Und das ist natürlich eine Allianz, wo wir dann mit unserer wertegeleiteten Außenpolitik manchmal auch ein bisschen auf schwierigem Terrain sind. Wolfsburg hat aber sehenden Auges, und also Wolfsburg nicht, VW, Volkswagen und auch die damalige Führungsebene, würde ich mal sagen, das sind ja nicht alle Beteiligten, ist sehenden Auges dieses Risiko eingegangen, auch ein Werk eben in Xinjiang zu errichten. Und ich habe das damals schon, als es das erste Mal in der Presse war, öffentlich ziemlich heftig kritisiert, womit ich mir dann eine Schelte vom ehemaligen Regierungssprecher und vom Zuständigen bei VW für internationale Beziehungen eingehandelt habe und mich aber mit ihm in Wolfsburg getroffen habe. Und die Vereinbarung war, wenn Sie so kritisch sind, dann ermöglichen wir Ihnen einen Besuch vor Ort. Das habe ich wahrgenommen, also war dann 2012 dort, habe mir das seinerzeit noch nicht eröffnete Werk angeguckt und hatte die Möglichkeit, auf jeden Fall so ein bisschen, das war natürlich, ist jetzt 9 Jahre her, das hat überhaupt nichts mehr mit der Situation heute zu tun, aber so ein bisschen Überblick zu verschaffen. Also erstens, wie auch innerhalb von VW das Werk gesehen wird, wie die Verhältnisse
sind, wie sensibel das ist, wie die Leute dann auch beschattet werden, wie eng das umringt ist von, ja, im Grunde so kasernenartigen Einrichtungen. Schon seinerzeit war das relativ klar da unter Beobachtung. Und daher war für mich eigentlich nicht klar, weil das betriebswirtschaftlich keinen Sinn macht, weil das vollkommen abseits vom Schuss ist. Welchen Markt will man damit bedienen? Wozu dieses Werk da in den Westen Chinas setzen, wo die Absatzmärkte entweder im Osten sind oder in Nordamerika oder in Zentraleuropa? Also man liefert von dort aus nicht nach Zentralasien, in die Mongolei. Das lohnt sich einfach, das ist absurd. Und das ist natürlich politischer vorauseilender Gehorsam. Und warum man dieses Risiko eingegangen ist, unter den auch 2011, 2012 natürlich schon fraglichen Bedingungen, sich da so eng zu binden und sich dem da so zu unterwerfen, das fand ich immer schon extrem riskant. Und mit zunehmendem politischen Druck, finde ich, hat VW sich nicht unbedingt klug verhalten, weil sie an ihrer Linie festgehalten haben. Wir wissen von nichts. Offiziell haben wir eigentlich gar keine Kenntnis, wer in unseren Werken arbeitet. Deswegen wissen wir auch nicht, ob dort Menschen zur Zwangsarbeit, also aus der Zwangsarbeit rekrutiert sind oder aus der Zwangsarbeit kommen. Und ich glaube, das ist angesichts der Gesamtlage in Xinjiang nicht mehr hinreichend. Und ich würde mir wünschen, dass es da eine andere Kommunikation gibt und auch eine andere Ernsthaftigkeit, mit diesem Thema umzugehen. Wenn man mit Vertreterinnen und Vertretern von VW dazu spricht, dann kriegt man eigentlich eher eine genervte und eine ablehnende Haltung, aber keine nachdenkliche oder reflexive, vielleicht auch, also eher, dass man sozusagen den Eindruck erhält, wir sind da im Prozess, wir überdenken das, wir überlegen neue Lösungen. Ich meine, dass sie das Werk nicht von heute auf morgen aufgeben, weil das ja auch gekoppelt ist an andere Betriebsstätten, das ist mir schon klar. Auch ist VW natürlich nicht verantwortlich für die Menschenrechtspolitik in China, das ist auch klar. Die Bundesregierung hat alles dafür getan, VW auch in ihrem Tun und alle anderen Unternehmen natürlich zu fördern. Und das ist unser Problem auch auf der EU-Ebene. Wir haben natürlich aus ganz vielen Mitgliedstaaten unterschiedliche und sehr divergierende Haltungen im Umgang mit China. Das macht es China wiederum sehr leicht, uns gegeneinander auszuspielen, da seine Favorites zu suchen und dann zum Beispiel eben auch in einigen Ländern Infrastruktur für vermeintlich günstige Kredite anzubieten. Ich bin im Westbalkan unterwegs und sehe das im Grunde jeden Tag, wie uns China da sidelined und uns gegeneinander ausspielt. Aber eben auch innerhalb der Europäischen Union sind sie sehr geschickt, aber auch verkaufsträchtig und schaffen das immer wieder. Da die Bundesregierung aber genau diejenige ist, hinter der sich viele verstecken, finde ich, haben wir demnächst vielleicht auch mit Regierungsverantwortung, eine besondere Verantwortung in Berlin, da eine andere Linie vorzugeben. Und ich glaube, das wissen diejenigen in China auch. Und deswegen werden wir natürlich als Grüne auch so besonders bekämpft. Ja? Nicht nur von Russland, sondern auch von Peking aus. Damit will ich es erstmal belassen, aber ich kann gerne noch später auf ein paar Fragen eingehen. Ja, vielen Dank. Also wir kommen auf jeden Fall nochmal mit zum politischen, auch wirtschaftlichen Umgang dann zu Formen, die ja jetzt da sind, aber vielleicht auch nochmal, die notwendig sind, eben als Antwort oder als eine Möglichkeit, eben mit diesem Konflikt umzugehen, der irgendwo auch dann verwandelt ist, auch bis hin in, zu uns. Sie sprachen von der Situation heute und ich würde da gerne mal einmal drauf zurückkommen. Vor 9 Jahren waren Sie in dem Werk und Herr Gießen, Sie waren jetzt vor wenigen Tagen noch im Nordosten des Landes, Nordwesten des Landes und haben dazu auch nochmal einen Artikel verfasst und es liest sich wie eine Dystopie in Science Fiction, also mit dem Aspekt auch der Digitalisierung, mit der Technik und so weiter, Technologie, die angewandt wird und diesem in Anführungszeichen kleinen Polizeistaat in dieser Region, der da etabliert ist, wenn Sie das nun mal schildern könnten, also die derzeitige Lage, wenn ich jetzt als Uigur jetzt lebe, auf die Straße gehe, was begegnet mir da in Urumqi oder in anderen Städten? Also man erlebt eigentlich die totale Überwachung dort. Ja? Also in Urumqi war es so, ich habe jetzt 2 Reisen gemacht in diesem Sommer, dass ich bei der einen Reise 3 Tage in der Stadt war und in 13 Polizeikontrollen geraten bin.
Und das ist dann teilweise unangenehm. Ja? Also da gibt es dann auch so Situationen, dass man im Taxi sitzt und plötzlich von einem Mannschaftswagen der Polizei überholt wird und dann springen da irgendwelche uniformierten Typen raus mit einer Shotgun in der Hand und hinten drauf steht lächerlicherweise auf dieser Schutzweste auch noch SWAT. Also die sind schon sehr ja, martialisch unterwegs, diese Typen. Und dann rufen die auch sofort den Pass her und dann unterhalten die sich auch untereinander, glauben, dass man irgendwie kein Wort versteht. Und dann sagt irgendwie der eine zum anderen, irgendwie soll ich den irgendwie wie amerikanische Polizisten aus TV-Serien behandeln? Dann sagt der andere, ja, lass mal. Und dann gucken sie in den Pass und sehen, dass man Journalist ist. Und dann werden sie irgendwie freundlicher und geben das zurück und sagen irgendwie gute Reise und gute Fahrt. Aber das sind dann schon irgendwie sehr, sehr komische Momente, in die man kommt. Und was das Problem natürlich auch bei so einem Polizeistaat ist, die haben so viele Leute angeheuert, dass man ehrlicherweise sagen muss, dass sie auch natürlich nicht die hellsten Leute angeheuert haben. Es sind dann auch wirklich viele, ja, Idioten dabei. Und da kann natürlich dann auch mal was schiefgehen, dass die irgendwie in so einer Situation völlig überreagieren oder dass das daneben geht. Also das ist ein Polizeistaat. Alle 500 Meter ist irgendwie eine Polizeiwache in den großen Städten eingerichtet. Und dieser Polizeistaat langweilt sich. Und dadurch überprüfen die natürlich rund um die Uhr Leute. Sie denken sich irgendwelche absurden Covid-Regeln aus, damit sie beschäftigt werden. Also es war teilweise so, dass man... Dass es nicht ganz so klar war, in welche Städte man vor Ort dann auch fliegen konnte, weil die auch wieder unterschiedliche Einreisebedingungen hatten. Also als ich in Urumqi war, konnte ich nach Aksu fliegen, durfte aber während der Zeit dann für bestimmte Tage nicht nach Inin an der kasachischen Grenze fliegen, weil ich vorher bei einer Reise in einer anderen Provinz war, wo ganz weit weg ein Covid-Fall aufgetaucht ist. Aber das war sozusagen die Maßnahme, die sie da vor Ort hatten. Und dann musste ich halt noch mal ein paar Tage wieder in Urumqi verbringen, bis ich irgendwie genug Zeit zwischen meiner Reise in der anderen Provinz und dann den Flug nach Inning hatte. Und es ist sehr willkürlich, was passiert. Und was in den anderen Städten einsetzt, ist im Unterschied zu Urumqi, also in Aksu war es so, dass ich direkt am Flughafen von einem Mitarbeiter der Stadtsicherheit willkommen geheißen wurde, der dann auch irgendwie sich mit Namen vorstellte und mir seine Handynummer gab und mich nach meiner Handynummer fragte und der mir dann auch gleich irgendwie Empfehlungen für Hotels aussprach und sagte, guck mal, da ist schon das Taxi für dich. Und auch der Taxifahrer fragte dann irgendwie ganz freundlich, ob ich seine Dienste in den nächsten Tagen noch bräuchte. Also da ist man dann nicht alleine. Und diese Städte sind auch wie Schachbretter oder eingeteilt. Also man hat an Laternenmasten hat man Nummern inzwischen. Also man bewegt sich zum Beispiel von der Zone 807 dann in die Zone 819 oder irgendwie sowas. Und man merkt es erst nach einer Zeit, dass man nicht direkt mit Manndeckung beschattet wird, sondern dass es eher so eine Art Raumdeckung ist. Also dass man von Zone zu Zone übergeben wird. Und das ist dann immer eigentlich, nach einer Zeit kriegt man es raus, weil das sind immer Männer, meistens so zwischen, ich würde sagen, 25 und 40, können Han-Chinesen sein, können aber Uiguren oder Kasachen sein. Aber was sie auszeichnet, ist, dass sie irgendwie alle Jogginghose trugen und alle Sportschuhe und nichts anderes außer ihrem Handy hatten. Und in dem Moment, an dem man an ihnen vorbeilief, haben die entweder ihr Handy am Ohr gehabt oder sie haben irgendwie in das Handy was eingetippt. Also ich habe noch nie so viele Leute in so kurzer Zeit telefonieren sehen. Also so beschäftigt sich halt der Apparat. Also ich nehme an, dass ich bei meinem kleinen Ausflug nach Aksu bestimmt irgendwie 150 Leute irgendwie beschäftigt haben werde, die mich in der Zeit bei meinem Lauf durch die Stadt observiert haben werden. Und worauf die halt im Wesentlichen achten, ist, mit wem versuche ich Gespräche zu führen, dass sie dann irgendwie sich in der Nähe befinden und dann irgendwie eingreifen können. Darum geht es eigentlich, weil alles andere könnten die auch über Videokameras, die in der Stadt installiert sind, auch gleichzeitig irgendwie in Erfahrung bringen, wo ich mich da aufhalte und was ich da tue. Sie schildern jetzt quasi das, was neu hinzukommt im Raum, in der Stadt, an Technologie, an neuer Kartierung und so weiter und so fort.
Es gibt auch noch diesen alten kulturellen Schatz. Also wir hörten ja von Ihnen, Frau Drienhausen, die Sprache, Kultur, Religion und so weiter. Und auch bei Ihnen, Herr Gießen, ist dann zu lesen, dass Moscheen abgerissen werden, Friedhöfe zubetoniert werden und zynischerweise dann teilweise da, wo Gebetsräume, Gebetshäuser standen, öffentliche Toiletten sind. Frau Drienhausen, diese Art von Minderheitenpolitik oder auch dieser Eingriff in die Kultur, oder was lesen Sie da heraus, wenn Sie dann eben von solchen Dingen dann hören? Was ist das also? Wir hören natürlich einerseits die Prävention, Bekämpfung von Terrorismus, Extremismus, aber hört es dabei auf? Ist das der Punkt? Oder was steckt dahinter, wenn man eben da so etwas hört? Ja, ich glaube, da kommt man auf ein Kernproblem oder im Prinzip auch eine thematische rote Linie, die sich jetzt durch die Amtsjahre von Xi Jinping auch zieht. Und zwar ist Xinjiang sicher der politische Extremfall innerhalb Chinas, aber insgesamt waren eigentlich die letzten Jahre, 9 Jahre jetzt davon gekennzeichnet, dass sich unser Xi Jinping auch so eine innergesellschaftliche Versicherheitlichung vollzogen hat. Also dass wirklich alles, was eine eigene Identität stiftet, sei es eben eine gemeinsame Kultur, eine gemeinsame Sprache, eine Religion, also alles, was Identität, Netzwerke, vielleicht auch gemeinsames Handeln außerhalb der Prioritäten der kommunistischen Partei ermöglicht oder fördert und so eine vereinende Wirkung haben kann, als Risiko wahrgenommen wird und entsprechend auch behandelt wird. Also man sieht, dass jetzt natürlich auch nicht nur in Xinjiang, sondern insgesamt eben ein Aufbau von Überwachungstechnologien, von dem Polizeiapparat. In Xinjiang ist sozusagen da dann immer der Extremfall, wenn man sich den Aufwand und die Ressourcen angeht, die dort hinein investiert werden, setzt aber ganz oft Muster fort, die man so auch in anderen Teilen des Landes findet. Also wenn Sie auch schauen, wie zum Beispiel mit dem Vorgehen gegen Menschenrechtsanwälte vor einigen Jahren da bereits so eine systematische Kampagne gefahren wurde. Viele davon waren ja bekennende Christen. Also da kommen dann auch verschiedene Risikofaktoren aus Sicht des Staates zusammen. Und letztlich spiegelt sich diese Wahrnehmung von Eigenständigkeit, was Identität, was Denken angeht, als Risiko auch in jetzt den jüngsten, ich sag mal, Säuberungskampagnen im Internet wieder, wenn es um Fankultur geht oder dass Männer zu weiblich und verweichlicht sich darstellen. Und immer dieser starke Fokus, wenn man jetzt chinesische staatliche Medien liest und gerade auch in diesem Jahr, also dem 100. Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Partei, dass es um nationale Identität und Identifikation mit China geht. Und da also ist eben auch diese große Gefahr, dass jede Weigerung, sich das so komplett anzunehmen, eben relativ automatisch als Beleg für Terrorismus oder Extremismus herangezogen wird. Und da hat Herr Gießen auch schon mal diese langen Kataloge genannt. Ne? Weil das, was dann vom Staat als Indikator definiert wird dafür, man muss ja irgendwie herausfinden, wer jetzt ein Risiko ist, wer sich organisieren, abweichen und vom Staat loslösen wollen könnte. Da werden dann eben auch sehr willkürlich und auch aus diesem Selbsterhaltungstrieb der Bürokratie und des Polizeistaats heraus diese langen Listen angelegt. Weil man möchte ja niemals der Kader sein, der zum Beispiel einen Terroristen hat durchgehen lassen und den nächsten Anschlag in China sozusagen ermöglicht hat. Und das ist einfach zum großen Grad auch so ein Selbstläufer geworden, der einfach gefördert wird dadurch, dass schon als Schwerpunkt zentralstaatlicher Politik ganz bewusst starke Ressourcen, finanzielle und personelle, in den Aufbau überwachungsstaatlicher Strukturen eingesetzt wurden. Also da sozusagen Xinjiang sowohl als Sonderfall, aber auch als, quasi Punkt, wo sich ganz viele Entwicklungen, die sich landesweit vollziehen, auch nochmal gebündelt treffen. Unter anderem auch das Netz oder dieses Netzwerkmanagement bei der Überwachung des öffentlichen Raums. Das ist tatsächlich auch was schon seit Mitte der 2005er
oder Ende der 2000er Jahre wieder aufgebaut wurde. Also dass man eben eigentlich zurückkehrt sozusagen zu den doch eher überwachungsstaatlichen Traditionen, die es ja in der Vergangenheit auch unter Mao gab, also vor den Jahren der Öffnung und Reform, dass man wirklich wieder klare administrative kleine Flächen hat, dass man dort zuteilt, wer dafür zuständig ist, für soziale Stabilität und öffentliche Ordnung zu sorgen und dass man eben auch ganz bewusst versucht, die neuen technologischen Mitteln, eben die Kameras und so weiter, von denen Herr Giesen auch gerade berichtet hat, mit der personalen Ausstattung zu koppeln. Also weil natürlich ist die Bevölkerung weniger eingeschüchtert, wenn man nur die Kamera in der Ferne hat, sondern es geht auch darum, ganz real Präsenz zu zeigen, ob es jetzt Journalisten oder Bürgerinnen sind, sie anzusprechen, zu zeigen, wir sind da und eingriffsbereit. Und im Extremfall natürlich in Xinjiang, wo ja dann eine sehr hohe Anzahl an Personen davon betroffen war, quasi durch diese Indikatoren, vor allem in religiöser Hinsicht, als Risiko identifiziert zu werden und dann mit dem härtesten staatlichen Eingreifen, also von eben Freiheitsentzug zu quasi Beraubung der Sprache und so weiter betroffen zu sein. Mhm. Vielen Dank. Jetzt vielleicht so als Schlusseinheit, ich habe es einmal schon angesprochen, Aspekt des Umgangs und dann nochmal der Prognose. Das sind jetzt vielleicht noch die letzten zwei Bausteine vielleicht für die interne Diskussion. Zum Umgang, Herr Schädler, einmal vielleicht vorab eine kurze Frage bezüglich der Prävention, der Terrorismusbekämpfung. Und Frau Drienhausen sagte schon, die chinesische offizielle Seite bezieht sich teilweise auf UN-Dokumente. Hat China einen Punkt darin, auch ein Recht einfach darauf, in Prävention zu gehen, wie andere Staaten auch? Wie beurteilen Sie das? Und vor allen Dingen dann, wie sehen Sie, das habe ich ja vor Anfang schon vorweg gesagt, den politischen Umgang, wie sollte umgegangen werden, aus Ihrer aktivistischen Perspektive herausgesprochen? Also ich würde sagen, was die Prävention angeht, dass die chinesische Regierung natürlich das Recht hat, wenn es terroristische Anschläge gibt, dass man diejenigen, die dafür verantwortlich sind, zur Rechenschaft zieht und vor Gericht zieht. Aber das rechtfertigt eben nicht die Inhaftierung, die willkürliche Inhaftierung und Auslöschung der Identität von Millionen von Menschen. Also wir haben hier in Deutschland Kontakt. Es gibt zum Beispiel in München eine große uigurische Gemeinde. Und jeder, mit dem man da spricht, jede, mit dem man da spricht, hat Verwandte, die in China verschwunden sind, die in Lager gesteckt wurden. Und es spielt eigentlich gar keine Rolle, ob es, also es gab einzelne terroristische Anschläge, zum Beispiel 2014 in Kunming. Es gibt aber auch dieses chinesische Narrativ, dass bestimmte Dinge aus dem Ausland gesteuert wird, ohne dass man jemals dafür Begründung bzw. Beweise hat vorlegen können. Es gab immer wieder Spannungen zwischen UigurInnen und Han-Chinesen. Aber teilweise wurden auch Nachbarschaftsstreitigkeiten zu terroristischen Aktivitäten erklärt. Das heißt, die chinesische Regierung hat da leider ein Narrativ, das natürlich sehr stark nach dem 11.09.2001 auch im Westen kreiert wurde. Sie sei sozusagen Teil des Kampfes gegen den Terror, was völliger Blödsinn ist. Und dieses Narrativ ist natürlich auch im Westen ein Riesenproblem. Das ist ein ganz schreckliches und falsches Narrativ. Und was sollte man tun? Naja, auf der deutschen Ebene, auf der europäischen Ebene, im März 2022 steht die Frage an, ob die Sanktionen, die es gegen einige Funktionäre in Xinjiang, Ostturkestan gibt, verlängert werden. Die sollten natürlich verlängert werden. Es gibt symbolische Möglichkeiten. Wir waren zum Beispiel gestern gemeinsam mit UigurInnen und TibeterInnen von dem Allianz-Konzern. Der Allianz-Konzern sponsert die Olympischen Winterspiele und auch weitere Olympische Spiele. Und wir fordern Sponsoren, aber natürlich auch Regierungen auf, sich öffentlich zu äußern, wie sie denn zu den chinesischen Verbrechen stehen. Im Zuge von Olympia gibt es dann auch eine Diskussion, ja, soll man boykottieren? Und wir würden sagen, wenn das Internationale Olympische Komitee sich nicht äußert, wenn Thomas Bach der Präsident sich weigert, das Wort Uiguren auch nur auszusprechen und Sponsoren kollektiv schweigen, dann würde ich auch einen Boykott nicht ausschließen. Das Problem ist ein bisschen, dass man wieder dann in diese kalte Kriegs
Dimension reinkommt oder dass man dann bezichtigt wird, einen neuen Kalten Krieg zu wollen. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass einfach ein Staat, ein sehr mächtiger Staat, wie der chinesische Staat, dafür sorgt, dass sehr viele Menschen in Lager kommen, traumatisiert werden, ihre eigene Sprache, Identität, Kultur nicht mehr weitergeben können, weil ihre Kinder in Internate gesteckt werden, dass dieser Staat also mindestens schwerste Menschenrechtsverbrechen begeht. Und deswegen bleibt auf der bilateralen Ebene, war Deutschland relativ zurückhaltend. Da hoffen wir auch, dass mit einer möglichen Regierungsbeteiligung von Grünen und aber auch der FDP die China-Politik etwas kritischer wird. Also zum Beispiel als es Sanktionen seitens des chinesischen Staates gegen Merricks, den Arbeitgeber von Frau Drienhausen, gab, kann ich mich nicht erinnern, dass die deutsche Regierung das öffentlich sehr stark und sehr dezidiert kritisiert hätte. Das sind immer so einzelne Dinge. Man muss einfach jede bilaterale, multilaterale Möglichkeit nutzen. Multilateral würde auch bedeuten, dass man auf der UN-Ebene dafür plädiert, dass es eine Resolution zur Menschenrechtslage in China gibt. Das ist natürlich sehr schwierig durchzusetzen, denn die chinesische Regierung hat in den letzten Jahrzehnten dafür gesorgt, dass es viele verbündete Staaten gibt, eine Achse derjenigen, die sich gegenseitig schützen und auch vor einer Resolution. Aber die Zahl der Staaten, die sich öffentlich gegen diese chinesische Politik gegenüber muslimischen Nationalitäten positionieren, die ist langsam am Steigen. Wir hoffen, dass es weiter steigt. Es gibt viele Möglichkeiten, viele Ebenen, auf denen man diese Problematik ansprechen kann. Und die Helmut Schmidt, Gerhard Schröder Doktrin, das sollte man lieber hinter verschlossenen Türen machen. Das spielt nur Leute wie Xi Jinping in die Karten. Und das ist natürlich jetzt auch meine eher aktivistische Sicht, aber wir fordern, dass sich alle, die da irgendwie beteiligt sind, seitens Sponsoren wie Allianz oder auch der VW-Konzern, dass die dieses Schweigen, die setzen ja total darauf, dass es einfach in ihnen vorbeiläuft irgendwie und dass eben es nicht so viele Berichte wie die von Herrn Giesen gibt oder nicht so viele Berichte wie die von Frau Drienhausen, dass dieses öffentliche Schweigen aufhört. Vielen Dank, Frau von Cramon. Sie sprachen von der wertegeleiteten Außenpolitik und natürlich auch von diesem Spagat oder von dieser schwierigen Situation des wirtschaftlichen, des politischen, der Beziehung, die irgendwie auch wichtig ist, aufrechtzuerhalten. Aber auf der anderen Seite diese Menschenrechtsverletzungen und einfach diesen gravierenden Einschnitt in diese Beziehung. Wie sehen Sie den notwendigen Umgang seitens der Grünen auf einer europäischen Ebene für Deutschland vielleicht auch ein Stück weit? Was würden Sie sich wünschen, was sich da ändert und wie man da nochmal Stellung bezieht? Ja, Herr Schädler hat es ja gesagt, die deutsche Bundesregierung war extrem zaghaft und sehr zurückhaltend, wenn es darum ging, die chinesische Politik insgesamt, aber insbesondere die Menschenrechtspolitik im Land offen zu kritisieren. Wir haben da immer sehr viel Unverständnis gezeigt und haben das wiederum kritisiert, also die Nichthaltung. Bundesregierung und vor allem auch die Legacy von Frau Merkel sah ja eigentlich vor, dass man noch ein vertieftes Investitionsabkommen vor Jahresende mit China abschließen sollte. Das haben wir dann allerdings mit überwältigender Mehrheit im Europäischen Parlament erstmal ad acta gelegt, vor allen Dingen auch, weil ja die chinesische Regierung oder Führung uns in Anführungsstrichen den Gefallen getan hat, 5 Abgeordnete des Europäischen Parlaments, Abgeordnete des Deutschen Bundestages, Abgeordnete anderer nationaler Parlamente mit Sanktionen zu belegen. Und da war es dann wirklich extrem schwierig, warum man in dieser angespannten politischen und bilateralen Situation jetzt auch noch die Chinesen quasi damit einem vertieften Investitionsabkommen belohnen sollte. Und das ließ sich nur noch schlecht rechtfertigen. Ich fand es auch deswegen nicht besonders politisch klug, aber auch vom Stil her sehr ungeschickt. Joe Biden war zwar noch nicht im Amt, aber es war klar, er würde ins Amt kommen. Und bevor er überhaupt ins Amt kam, hat man ihm quasi diese vertiefte wirtschaftspolitische Partnerschaft oder Beziehung da ins Netz gelegt, ohne mit dem Verbündeten darüber zu sprechen, wie man mit sowas umgehen könnte. Ich fand es diplomatisch und politisch, oder wir alle fanden das extrem ungeschickt. Und man muss halt einfach sagen, dass die treibende Kraft dahinter die Kanzlerin war. Und da auch wohl etwas Unruhe innerhalb des Europäischen Rates gesorgt hat. Aber natürlich ist es häufig so, wenn Deutschland die Linie vorgibt, dann gibt es nur wenige, die sich dem offen in den Weg stellen, selbst wenn sie nicht mit der Linie einverstanden sind. Und
da hat der Schädler vollkommen recht. Ich glaube, dass wir da sehr gut in einer, an einer Seite oder auf einer Seite mit der FDP ziehen werden, wenn es darum geht, solche Dinge auf jeden Fall anders einzuordnen, öffentlich Kritik zu äußern. Wir haben ja mit Gide Jensen da verschiedene Anhörungen auch organisiert, Margarete Bause und andere im Bundestag und wir auch im Europäischen Parlament. Sie haben die Olympischen Spiele angesprochen. Wir hatten dazu zwei Veranstaltungen, wo ganz klar wurde, dass auf jeden Fall wir zumindest, also ich bin jetzt nicht unbedingt für einen sportlichen Boykott unmittelbar zu haben, weil ich glaube, dass das sehr unpraktikabel ist. Natürlich sollte man die Forderung aufrechterhalten und viele von Human Rights Watch und andere haben das ja auch immer wieder mit anderen NGOs getan. Aber ich denke, politischer Boykott wäre auf jeden Fall ein wichtiges Signal und da könnte man auch, denke ich, die Mehrheit vieler teilnehmender Staaten hinter vereinbaren. Nun hat uns auch die chinesische Regierung das wiederum relativ leicht gemacht, in Anführungsstrichen, weil sie ja nun mit ihrem neuen Bubble-Konzept, dass man nicht mehr genau weiß, wer in welcher Bubble wie mit wem kommunizieren darf und dass sowieso der Kontakt zwischen den Sportlerinnen und Sportlern mit der ordinären Bevölkerung in China unterbleiben muss, aufgrund von Covid und Hygienebestimmung, das ist natürlich jetzt ein Move, den kann China gut ausnutzen, sodass es da gar nicht dazu kommt, dass es irgendwo Berührungen gibt. Das wiederum spielt denen ja noch in die Hände. Ansonsten habe ich größere Sorgen noch und das wird uns also neben der fatalen und brutalen Menschenrechtspolitik, die ich glaube schon sehr sichtbar ist und die auch vielen extreme Kopfschmerzen bereitet, aber eben das, was Herr Schäfer eben auch schon sagte, die Diplomatie der Chinesen ist wirklich ausgreifend. Und ich hatte eben Westbalkan genannt. Die Chinesen haben sich große Ländereien in Chile, in der Ukraine, in vielen anderen Ländern erkauft. Sie haben kritische Infrastruktur, wie zum Beispiel den Hafen in Piräus gekauft, andere Dinge. Und dadurch natürlich indirekt schon auch starken Zugriff auf wichtige Partner von uns. Das macht es extrem schwierig. Da hat teilweise die EU geschlafen, aber auf alles kann man natürlich nicht Einfluss nehmen. Aber wir haben auch nicht klar genug gemacht, was auf dem Spiel steht. Meine Sorge ist jetzt mit dem Abkommen, was jetzt auch beschlossen wurde, Australien, Großbritannien, USA, was natürlich ganz klar eine Sicherheitspartnerschaft gegen China und für Taiwan ist, dass wir auch da, wenn es zum Knall kommt, und meines Erachtens wird es den geben, in 2 oder 3 Jahren werden sie versuchen, Taiwan zurückzuerobern, dass wir auch da keine Linie haben und dass das einen echten Riss möglicherweise innerhalb der sicherheitspolitischen Überlegungen geben wird. Und ich bin mir nicht sicher, ob da überhaupt schon intern so weit drüber nachgedacht wird, ob das durchdekliniert wird, was das für uns bedeutet, an welche Seite wir stellen. Handelspolitisch, glaube ich, sind wir an dem Punkt, wo viele jetzt realisiert haben, dass das sehr bumpy wird, dass das auch sehr teuer wird, sich von China zu entkoppeln. Wir haben ja einige Vorboten im Rahmen der Covid-Krise erlebt, aber ich glaube, das waren nur homöopathische Dosen von dem, was wirklich von uns zukommt, auf uns zukommen wird, wenn wir vor die Wahl gestellt werden, China oder USA oder China gegen den Rest, wie auch immer das dann ausgehen wird. Aber da sind unsere, natürlich europäische Firmen, aber vor allem auch die exportabhängige deutsche Wirtschaft. Das kann noch sehr, sehr teuer werden. Und ohne, dass ich da jetzt das Bild so schwarz malen will, aber wenn wir in Interviews zum Beispiel die deutsche Außenhandelskammer in China hören, die sind schon sehr alarmiert. Und auch andere Institutionen, die mit dem Austausch von Waren so beschäftigt sind, die haben schon große Sorge. Ich sage das alles, weil ich trotzdem der Meinung bin, dass wir die harte Linie verfolgen sollten und dass wir trotzdem viel schärfer dieses Zeitfenster hätten nutzen sollen, wo wir noch den technologischen Fortschritt haben und wo wir auch noch stärker hätten Einfluss nehmen können auf die chinesische Politik, so auf jeden Fall meine Haltung, und wo wir auch Europa stärker auf einen härteren Kurs hätten einstimmen können. Wie gesagt, das Europäische Parlament macht es mit überwältigender Mehrheit. Der Rat macht es nicht. Und Frau Merkel hat leider eine ganz andere Linie vorgegeben. Und das macht uns das natürlich sehr schwer, wenn wir versuchen sollten,
aus Brüssel heraus, aus Europa heraus, aus der EU heraus mit einer Linie, mit einer Stimme zu sprechen. Also so viel einfach nur als Einschätzung dazu. Ja, vielen, vielen Dank für diese Einschätzung. Und falls Sie uns jetzt, Frau von Cramon, weil Sie jetzt gleich nochmal ein Meeting haben, gleich verlassen, dann danke ich Ihnen jetzt schon an der Stelle vielmals dafür, für Ihre Beiträge auch nochmal, die sicherlich jetzt gleich für nachträgliche Diskussion auch sehr wertvoll sind. Das werden wir aufgreifen. Bevor wir dann jetzt öffnen, nochmal Frau Drienhausen und Herr Gießen zu einer Prognose. Frau Drienhausen zunächst zu der chinesischen Politik. Wir hörten ein wenig, also der Druck steigt. Es gibt immer vielleicht eine gewisse größere Allianz, die jetzt eine härtere Linie geht oder gehen möchte. Wird sich aber die chinesische Politik dahingehend dann verändern? Welchen Impact hat das tatsächlich? Oder wie sehen Sie das in der Prognose? Was kommt jetzt in den nächsten Jahren auf den Nordwesten Chinas zu? Wie schätzen Sie das ein? Macht vielleicht dann Xinjiang dann insgesamt Schule für das weitere Land? Oder wie ist Ihre Aussicht ein Stück weit auf die nächsten Geschehnisse? Ja, da möchte ich dann gleich nochmal sozusagen anschließen an das, worüber ich davor auch gesprochen hatte, nämlich dass eigentlich die Entwicklung in Xinjiang in dem Sinne nicht im Rest des Landes Schule machen wird, als es einfach Teil von einer gesamtgesellschaftlichen oder politischen Entwicklung ist, die sich landesweit vollzieht. Es ist nur in Xinjiang einfach am stärksten ausgeprägt, weil dort diese Gefahrenwahrnehmung seitens der Regierung aktuell am stärksten ausgeprägt sind. Also was man zum Beispiel auch gesehen hat, war, dass als es in Anfang Mitte diesen Jahres in der Inneren Mongolei zu Protesten gekommen ist, wegen eben der Verdrängung von mongolischer Sprache im Schulunterricht, dass dort dann auch sehr schnell härter vorgegangen wurde. Also ich glaube, da ist dann immer die große Frage, wo gibt es zum Beispiel nochmal Proteste, Widerstand, Unruhen gegen staatliche Politik im Land? Und da hat man letzten Endes schon durch den Aufbau eben von auch nochmal des staatlichen Sicherheitsapparats, von Technologien, von bestimmten Prozessen und so weiter, eigentlich sowieso landesweit die Möglichkeit, das sehr schnell hochzufahren, wenn eben neue Gefahren ausgemacht wurden, berechtigt oder unberechtigterweise. Und da ist eben immer auch diese große Gefahr der sich selbst erfüllenden Prophezeiung und des Selbsterhaltungstriebs einfach auch des Sicherheitsapparates, dass man dann eben auf der Suche ist nach Indikatoren für Abweichung, für Andersdenken und für Risiken als lokaler Kader oder Beamter in diesem Apparat, weil man natürlich auch seine eigene Arbeit, die seiner Kollegen und so weiter begründen und legitimieren will. Von daher wäre jetzt meine Einschätzung, was Chinas Bereitschaft, da vielleicht auch einen etwas liberaleren Kurs wieder einzuschlagen im Umgang mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen, einfach sehr pessimistisch. Schon allein, weil, glaube ich, auch die letzten anderthalb Jahre unter der Corona-Pandemie und letzten Endes auch die Abkopplung des Landes nochmal einen großen Unterschied in der Eigenwahrnehmung gemacht haben. Also da, auch wenn man sich die chinesischen staatlichen Medien anguckt, sieht man eigentlich sehr deutlich, dass man das Gefühl hat, dass das chinesische politische Modell, auch wenn man manchmal mit ein bisschen harteren Bandagen rangeht, aber eigentlich das Überlegene ist, ne? Dass es der chinesische Staat ist, der eben mit der starken Hand es schafft, ob es jetzt Terrorismus zu verhindern und dadurch Menschenleben zu schützen oder den Ausbruch von Corona in Lokalitäten zu verhindern. Also dass man eigentlich mit dem, was man aufgebaut hat, gerade den Wettbewerbsvorteil auch hat. Von daher denke ich, auch da nochmal vielleicht eine geringere Bereitschaft als der Vergangenheit, überhaupt in einen Dialog über diese Maßnahmen zu treten. So ganz im Gegenteil sieht man jetzt in den letzten Monaten, gerade auch nochmal bei dieser starken Debatte um den Vorwurf des Genozids, vor allem eben mit Hinblick auf das negative Bevölkerungswachstum in der Region, was ja verschiedene Forscher über verschiedene Wege eben dokumentiert hatten, auch zum Teil anhand öffentlicher Zahlen, dass man da wirklich
auch wieder ganz stark in diese kommunikative Offensive geht. Also wenn man sich auch zum Beispiel die chinesischen Regierungsseiten anschaut, kam in den letzten Jahren wirklich ein Weißpapier oder Weißbuch zu Xinjiang nach dem anderen, wo es dann zum Beispiel darum geht, um den Schutz der Arbeitsrechte, also als Antwort auf Vorwürfe der Zwangsarbeit, oder jetzt um den Bevölkerungswachstum und die gebesserte Gesundheitssituation und so weiter. Also wo dann wirklich ganz systematisch und offensiv dann auch immer dieser Gegennarrativ aufgebaut wird, im Gegensatz zum Beispiel zum Umgang mit Umerziehung durch Arbeit, also eine frühe Form auch der des Freiheitsentzugs, wo öfter der Vorwurf auch der Zwangsarbeit laut wurde, den es landesweit gab, wo man sich tatsächlich auch in den 2000er Jahren auf UN-Ebene auch noch damit auseinandergesetzt hat und Gespräche darüber möglich waren, wie man so die Situation im Land vielleicht auch verbessern konnte und wo auch im Land von chinesischen Intellektuellen verschiedener ethnischer Gruppen solche Problematiken auch diskutiert werden konnten. Und das ist eben aktuell nicht möglich. Also dass sich Intellektuelle oder auch RechtswissenschaftlerInnen in China öffentlich mit dieser Problematik auch auseinandersetzen und da von innen heraus auch irgendwie eine Umkehr oder eine Kehrtwende mit anregen könnten. Also von daher fehlt sowohl von innen als auch von außen die Bereitschaft, sich irgendwie damit auseinanderzusetzen. Herr Giesen, wie schätzen Sie das ein? Kann sich etwas überhaupt ändern oder teilen Sie diese auch pessimistische Prognose von Frau Drienhausen? Ja, ich muss leider sagen, dass ich genau diese pessimistische Prognose teile. Und ich habe 2018 habe ich eine Reise unternommen nach Xinjiang und damals gab es vor Ort auch massive Beschattung, aber was eine Sache war, die ich interessant eigentlich fand, war, dass es danach eine Art Einbestellung damals ins Außenministerium gab und Beamte mich dann ja eigentlich hätten tadeln müssen, aber eher neugierige Fragen gestellt haben, um rauszufinden, was da vor Ort gerade passiert. Und man hatte zumindest 2018 den Eindruck, dass in der Zentralregierung noch gar nicht so richtig klar gewesen ist, welches Ausmaß diese gesamte Nummer dort angenommen hat. Und das änderte sich dann tatsächlich auch mit diesen Publikationen, dass man irgendwie eine Sprachregelung dazu gefunden hat und dass man sich dann auch in Peking dazu entschlossen hat, zu sagen, wir drehen das nicht zurück, sondern wir versuchen das auf abstruse Art und Weise zu verteidigen. Und ich glaube, was hier einfach eine große Rolle spielt, ist die Machtfülle von Xi Jinping, die er inzwischen akkumuliert hat. Ja, das heißt also, er hat 2014 in Geheimreden vorgegeben, dass man den Terrorismus bekämpfen soll und ihn irgendwie das trockenlegen muss. Und dann hat man 2014 einen neuen Gouverneur installiert und 2016 dann einen neuen Parteichef. Und die haben das dann zunächst, nehme ich mal an, fast auch in eigener Regie sich ein Konzept überlegt, das mit einer Härte durchgezogen, die sehr, sehr unbarmherzig ist. Und keiner hat sich dann getraut, in den Folgejahren zu sagen, ihr habt da absolut überzogen. Das ist nicht mehr im Rahmen. Und die einzige Person, die eigentlich in China in der Lage wäre, das umzukehren, das zu stoppen, das irgendwie zurückzudrehen, ist Xi selber. Und der macht dazu keine Anstalten und der Apparat beginnt nun genau diese Politik zu verteidigen. Also das ist die traurige Einschätzung, die ich einfach habe. Also 2018 noch ja auch eine gewisse Fassungslosigkeit bei Beamten hier in Peking. Und wenn man die identischen Leute jetzt trifft, dann kommen die mit ihren Weißbüchern, Konzepten und Ideen und verteidigen das als eine sehr kluge, weitsichtige Politik, obwohl sie eigentlich das wieder besseren Wissens tun, was da geschieht. Ansonsten vielleicht noch zwei Sachen, die vorher angesprochen wurden. Ich glaube auch, dass einiges von dem, was in Xinjiang gerade passiert,
ja eine Art Modellcharakter für den Rest des Landes hat. Also dass der Nordwesten Chinas auch so eine Art Labor ist für das, was da passiert. Also wenn wir uns das Beispiel nehmen, 2016, 17 wurden den Uiguren bestimmte Apps auf ihr Handy aufgespielt, um rauszufinden, wo sie sich aufhalten, was für Dienste sie auf den Handys haben, welche Apps sie nutzen, welche illegal sind. Bis vor anderthalb Jahren hätte sich wahrscheinlich niemand in Peking, Shanghai oder sonst wo träumen lassen, dass er mit bestimmten Apps auf dem Handy rumläuft, die Auskunft darüber geben, wo man sich gerade aufhält und in welcher Provinz man sich eingeloggt hat mit dem Handy. Es ist inzwischen Realität geworden im Zuge von Corona. Ja, jeder hat inzwischen eine Corona-App auf dem Handy und ohne diese App geht es nicht mehr. Und es gibt auch ganz klare Gedanken inzwischen hier, dass selbst wenn die Pandemie überwunden ist, dass man diese Apps beibehält. Ja, dann werden die als Gesundheits-Apps ausdefiniert, dass man also künftig diese Apps vorzeigen muss, wenn man Alkohol oder Zigaretten kauft in einem Laden, und dann wird das irgendwo in einer großen Datenbank notiert und daraus leiten sich dann irgendwelche Punktesysteme, Scores ab, zu sagen, oh, der hat aber schon letzte Woche 2 Flaschen Bier gekauft, das ist nicht gut. Also das wird einfach ja sehr, sehr stillschweigend dann in andere Bereiche ausgedehnt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Lagerwesen im Rest in China und diese Umerziehung kommt, aber punktuell werden einfach Sachen, die vor 2, 3, 4 Jahren in Xinjiang zum ersten Mal erprobt worden sind, die findet man jetzt auch woanders. Und noch ein letzter Punkt: Was ändert sich gerade vor Ort? Also Teil, sagen wir mal, oder ein Teil der Erkenntnis, die ich hatte, war, dass einige der Lager tatsächlich zurückgebaut worden sind. Das heißt also, was zwischenzeitlich mal Lager waren, sind jetzt wieder Schulen zum Teil. Aber was wir halt sehen, und der Schädler hatte das auch angesprochen, ist eine massive Aufstockung der Gefängnisse, Vergrößerungen. In Urumqi hat man ganze Stadtteile, die jetzt irgendwie zu Hochsicherheitsgefängnissen umgebaut worden sind. Und da verschwinden die Leute dann eben nicht irgendwie für 1 oder 1,5 Jahre zu Umschulungsmaßnahmen, sondern 10, 15, 20 Jahre. Also alle oder viele Leute, die einfach aus Sicht des Regimes nicht umschulbar sind, die werden weggesperrt, damit sie einfach keine Probleme bereiten. Also das scheint einfach die Veränderung in dieser Politik zu sein. Vielen Dank zunächst jetzt erstmal für Ihre Einschätzung, Informationen zu der Lage, zum großen Komplex des Konfliktes. An dieser Stelle neben den Dank werde ich jetzt erstmal die Diskussion öffnen und die Aufnahme hiermit erstmal anhalten und stoppen.